Und da müssten die Waage sein, oder? Ja, das klingt nach dem Wagen. Okay. Ist hier noch was? Sehe ich jetzt soweit nichts. Okay, das war der Schalter hier. Hier ist nichts, hier ist auch nichts. Da ist ein Einsturz. Und hier ist auch nichts. Okay, das heißt Schalter. Und wieder hoch. Und jetzt gehen wir hier rum zu den vier Plagen. Genau, die vier Plagen. Ich dachte damals zuerst, dass damit irgendwie die Four Horsemen, also die vier Reiter der Apokalypse, gemeint sind. Aber stimmt nur zum Teil, weil die vier Reiter der Apokalypse waren, glaube ich. Was war der erste? Also ich weiß, der letzte war tot, dann gab es Krieg und Krankheiten und der erste war irgendwie zweideutig, war das Jagd. Der passte irgendwie auch laut der Bibel, ja, das ist aus der Bibel, passte laut der Bibel auch gar nicht irgendwie ins Bild, meiner Meinung nach. Aber nee, hiermit sind vier Plagen gemeint, also nicht die vier Reiter der Apokalypse direkt, weil zum Beispiel einer war ja Krieg und hier steht Battle, also Kampf. Hier haben wir Famine, also das ist das, was ich meinte, Hungerleiden, Hungersnot, sowas in der Richtung. Cold, Kälte. Und Disease, Krankheit. Also ich bin ja immer noch der Meinung, dass wir bei Battle eine Waffe reinlegen müssen. Aber es macht schon mal kein Klickgeräusch. Das ist schon mal gut. Das war im ersten Teil nämlich etwas einfach. Da konnte man einfach rumprobieren und hat dann irgendwann herausgefunden, was reinpasst. Weil es dann Klick gemacht hat, wenn der Gegenstand gestimmt hat. Ich lasse jetzt mal die Waffe da drin liegen und überleg mal weiter. Also das war Hunger. Ich kann nicht wirklich Hunger da reinlegen. Ich kann höchstens versuchen, Essen da reinzulegen. Ob das stimmt. So, Kälte. Habe ich eine Frostbombe? Genau, das ist Kälte. Und Disease. Disease könnte ich normalerweise. Könnte ich mal ein bisschen rumprobieren. Ob ich nicht. Okay, diese Potion kann ich schon mal nicht brauen. Das bringt nichts. Das ist irgendein Trank. Das ist irgendein anderer Trank. Doppelmoppeln kann ich nicht. Den habe ich schon. Das wäre der wär das Antidot. Der bringt mir auch nichts. Sind die. Okay, die Ausrichtung ist egal. Ich möchte ungern meine Heilpilze opfern. Das wäre der Schildtrank. Das macht nichts. Das macht auch nichts. Und zwei bringen mir nichts. Gibt es Kombinationen? Nein. Dann versuche ich doch mal das hier. Was bist du? Schildpotion. Ach so. Okay. Antidot vielleicht. Nee, das hat nicht geklappt. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Battle eine Waffe gemeint ist. Cold. Was hilft bei Cold? Ja genau, was hilft bei Cold? Bei Cold hilft keine Frostbombe. Eine Feuerbombe? Nein. Eine Fackel? Auch nicht. Ein Umhang? Oh. Ups. Okay, ich habe das Rätsel gelöst. Und es geht gleich wieder zu. Cool. Spider Silk Cloak. Potion of Willpower. Und eine Fackel. Das war jetzt unerwartet. Also ja, das scheint wirklich so zu sein, dass man das Gegenstück reintun muss.
Also Essen für Hunger und so weiter. Ja. Nehmen wir mal wieder die ganzen Sachen an uns. So. Was machst du? Evasion plus 5, Stärke minus 2. Brauchst du unbedingt Stärke? Nö. Das da macht auch so genug Schaden. Du könntest Dexterity gebrauchen eigentlich. Willpower plus 1. Könnte das noch jemand gebrauchen? Nee. So. Gut. Jetzt wieder du in die Hand. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz zum Speicherkristall zurück. So, das da können wir löschen. Wie lösche ich das Ganze? Ah, mit Rechtsklick. Okay. So. Falsche Richtung. So, Speicherkristall. LP016. So, Spiel gespeichert. Und dahinter höre ich Schritte irgendwie. Genau, hier hinter höre ich Schritte. Sag bloß, da läuft noch was hier frei rum. Ja, da laufen Zombies rum. Wo kommt denn ihr her? Das ist nicht so nett. Und dass ich euch ständig verfehle, ist auch nicht so toll. Jupp, mein Tarion braucht dringend mehr Dexterity. Oder Accuracy würde ihm auch mal nicht schlecht tun. Ja. Ah, hier kann ich tanzen. Au. Dass nur noch zwei Stück sind. Will ich mal gucken, ob ich sie betäuben kann. Aber nee, wie soll man Untote betäuben können? So, ich habe keine Munition mehr. Für meine Silastra, für meine Fernkämpferin, für mein Blasrohr. So, da hat Pfeile wieder einsacken. Gut. Aber wo zur Hölle seid ihr hergekommen? Spawn hier irgendwie Untote. Ich höre übrigens noch mehr rumlatschen, genau. Ah, ich habe so eine Befürchtung, wo die herkommen. Was heißt Befürchtung? Aua. Ich
Macht eigentlich fast sogar schon Sinn, wo die herkommen. Nämlich von unten. Ich habe nämlich den Teleporter geöffnet und sie sind alle durch den Teleporter nach oben gekommen. Oder? Okay, ich höre auf jeden Fall noch welche hier rumlaufen. Und die Fackel geht langsam alle. Ja, durch den Teleporter. Hier unten sind nämlich gar keine mehr. Ein Stück Käse. Kannst du gleich mal essen. Tausch mal die Fackel aus. Klappt der Trick noch? Ja, der klappt noch. Wie lustig. Schrein of the Glutton. Also Schrein des Gierigen. Ja. Legen wir da Essen rein. Und werden sofort wieder von Untoten belagert. Aber zum Glück haben wir hier genug Platz zum weit tanzen. Wobei ich eigentlich erstmal den Einzelnen ausschalten sollte. Au. Die lagen immer noch gut zu, die Jungs. So, das reicht jetzt aber langsam mal. Genau. Und scheinbar hat ihre KI ein bisschen zugenommen. Ja, ich muss aber trotzdem aufpassen. Talisa ist kurz vor dem Sterben. So, zwei sind schon mal weg. Fehlen nur noch zwei. Na kommt. Ja, ihr seid super hässlich. Und ich bin froh, wenn ich euch los bin. So, Dankeschön. So. Das schien es aber noch nicht gewesen zu sein, weil ich höre immer noch welche rumlaufen. Aber das sind einzelne. Gott, sind das viele. So. Ja. So, sperren wir den da hinten mal ein, während wir uns hier mit den Jungs begnügen. Hier wäre es nicht schlecht, einen Eiszauber zu haben. Ja, super spannend, was ich gerade mache. Aber muss ja sein. Wow. So. Und ja, ich höre den anderen hinter der Wand rumschlurfen. Das sind alles Erfahrungspunkte übrigens. So, und jetzt geht es einmal andersrum. Mit dem Dorf um die Kirche. Ja, und wieder drehen. So, zweiter weg. Und ich krieg langsam meine Munition auch wieder. Au, oh, natürlich gerade auf Talisa. Du nimm mal den Tattered Cloak. Und dann legen wir hier das Essen wieder rein. Oh, das hat uns aber schon wieder ziemlich nah ans nächste Level abgebracht.